Willkommen zum Derivat Knockout Handeln an der Börse. Mein Name ist Lebel Patrick, 28 Jahre alt und komme aus Wien. Heute in diesem Video gehen wir zwei aktuelle Knockouts durch, welche ich dieses Monat gehandelt habe und damit gute Gewinne erwirtschaftet habe. In diesem Video gehe ich einfach durch, wie man diese Knockouts handeln kann, was sind Derivate und wieso ich diese zwei Knockout-Optionen gehandelt habe. Was war die Idee dahinter? Also grundsätzlich, was ist ein Derivat? Ein Derivat ist ein Finanzprodukt und Derivat, Derivate heißt ableiten und es ist ein abgeleitetes Finanzinstrument von einem diversen Produkt. Zum Beispiel, wir haben eine Apple-Aktie, das ist der Basiswert und darauf kann man speziell handeln mit Hebeln auf Long, also auf steigende Kurse oder auf Short, auf fallende Kurse und je nachdem gibt es da verschiedenste Produkte, das sind Derivate, das können Optionen sein, Optionsscheine, Knockouts, verschiedenste Möglichkeiten und mit einem Hebel. Das heißt, wenn der Basiswert, zum Beispiel eine Apple-Aktie um 10% steigt und du hast aber ein Knockout-Zertifikat auf der Long-Seite mit einem 10er Hebel, dann wird das Ganze mal 10 multipliziert. Steigt die Apple-Aktie um 10%, so steigt dein Knockout-Zertifikat um 100%. Und das ist eigentlich die Idee dahinter. Knockout-Zertifikate sind einfach für fortgeschrittene Händler ein gutes Tool, um in kürzester Zeit höhere Gewinne zu machen, aber man muss sich das im Hinterkopf behandeln, dass in diesem Moment auch es schneller möglich ist, weil du mit einem Hebel handelst, in die Verlustzone zu geraten. Also dieses Video ist keine Kauf- oder Verkaufempfehlung, es dient nur zur Information und zur Bildung und anhand meiner zwei letzten Knockout-Optionen möchte ich einfach hier zeigen, wie das Ganze funktioniert und was man damit alles machen kann. Also, welche zwei Optionen, Knockout-Zertifikate im Derivatbereich habe ich gehandelt? Wir haben hier mal den VIX, das ist der Volatilitätsindex. Das heißt, das wird gemessen, wenn der Markt sehr unruhig ist, wenn Anleger Angst haben zu investieren, dann steigt die Volatilität und sie nimmt zu. Also wir haben verschiedenste starke Kursschwankungen nach oben und nach unten. Anleger sind gestresst, sie wissen nicht, sollen sie eher in den Markt investieren, zu verkaufen oder einfach Cash zu halten. Und wenn solche Unruhen im Markt sind, dann steigt der VIX extrem. Und wir haben hier den VIX von quasi auf Wochenchart und ihr seht, er bewegt sich, wenn der Markt unruhig ist, steigt er und wenn er eher in ruhigen Zeiten ist, dann fällt er. Also zwischen so 10 und komplette Ausbrüche auf 90, das ist so die Breite von VIX. Und wieso ich mich da entschlossen habe, letztes Monat den VIX zu handeln, ist nämlich folgendes. Es muss ja einfach nicht immer willkürlich die Trading-Entscheidungen getroffen werden, sondern man muss ja irgendwie ein Setup haben, man muss sich dabei was denken, um was kann das rauskommen. Und die Idee war folgende. Wir hatten hier im Dezember so diese Unruhe am Markt, man wusste nicht, ja okay, wird da jetzt der Markt fallen, wird die Zentralbank, vor allem die amerikanische Zentralbank, die Zinsen anheben und er fällt dann und dann hat ja Jerome Powell gesprochen, dass alles in Ordnung ist, wir werden hier anfangen, das Quantitative Easing, also Aktienkäufe zu reduzieren, später die Zinsen anheben und der Markt hat da einfach gut darauf reagiert, die Kurse sind gestiegen und somit ist auch hier die Volatilität gefallen. Und wenn wir hier näher genau reinschauen, dann ist er immer mehr gefallen und dann hatten wir das neue Jahr, den Jänner. Das war hier und der VIX war eigentlich ziemlich ganz unten bei 16 und in der letzten Zeit war das absolute Tief so bei 15. Und ich habe mir so gedacht, okay, wenn der Markt sich jetzt beruhigt hat, wir starten in ein neues Jahr und bei den Amerikanern ist das oft so, dass sie die vorigen Quartalszahlen von den Unternehmen nehmen und das schönreden, um in das neue Jahr die Anleger zu locken, dass sie kaufen. Und da war der VIX komplett unten. Wir hatten jetzt Ende Jänner auch nochmal den Federal Reserve Speech von Jerome Powell und ich habe mir gedacht, wenn der VIX hier unten ist und der Markt schon vorher gut reagiert hat, dann könnte es vielleicht kommen, dass wir im Jänner turbulent am Markt reagieren werden. Das heißt, Anleger, wie 2008 und 2009 der Fall war, im Jänner hatten wir den Börsencrash, wo
auch im Dezember alles gepasst hat und dann auf einmal im Jänner kam der totale Abbruch. Und die Zentralbank hat diese Woche gesprochen und da kam nach der Zentralbankrede die große Sorge, okay, wie wird das Ganze weitergehen? Und der VIX ist extrem gestiegen. Und ich habe hier ungefähr bei 16, 17 den VIX gekauft und vom Basiswert quasi hier bis zu hier haben wir schon einen 100%igen Anstieg. Und das Ganze bei mir war mit einem Hebel hinterlegt, also quasi den VIX auf der Long-Seite zu handeln und dementsprechend hatte ich einen Multiplikator. Das ist einmal der erste Schritt und wie das Ganze ausschaut, schauen wir uns hier noch im Detail an. Hier sind wir bei mir im DEGIRO Trading Account. Wieso ich bei DEGIRO bin, weil es einfach von den Kosten günstig ist. Man kann hier auf der amerikanischen Börse sehr viel handeln und günstig. Das ist schon in Ordnung. Und hier haben wir das Knockout-Derivat Mini Long, L steht für Long, Open End, dass der einfach Open End ist. Auf den VIX, das Knockout-Limit war 11,52 $. Das heißt, hätten wir das erreicht, dann würde der Knockout aufgelöst werden. Und wenn wir jetzt draufklicken, wie sich das entwickelt hat, dann steht momentan dieses Knockout bei 9,04 €. Das heißt, ungefähr von 2,50 auf 10, knapp vervierfacht, nicht ganz. Das heißt, mit den 1000 Euro wurden da fast 4000 Euro draus, wenn man das Ganze bis zum Schluss gehalten hat. Ich habe das vorher schon verkauft, aber grundsätzlich einmal hier die Idee, was kann man mit Knockouts machen. Und das zweite Knockout war Silber Short. Also, wo wir da dieses Silber-Video, wenn das jemand sich angeschaut hat, wo die Widerstände komplett getestet worden sind. Ich habe da eher gedacht, dass das eine Bullenfalle ist und vielleicht, dass das wieder der Preis von Silber zurückkehren wird in die Box und das ist dann wirklich auch passiert. Also, ich habe hier Silber bei 1,13 gekauft um 1000 und der Kurs ist dann auf, aha, dieses, ja, das war schon geschlossen, aber weil dieses Zertifikat war nur bis zum 21.01., aber ich habe das am 21.01. genau dieses Zertifikat zum Kurs 1,30 um 1157 dann verkauft, also das war dann ungefähr 150 Euro Gewinn, 15%. Und das ist die Idee von den Handeln mit den Knockout-Zertifikaten. Man kann hier auf der Long-Seite, aber auch auf der Short-Seite gute Gewinne erwirtschaften. Und das ist dann halt ein guter Vorteil für Investoren kurzfristig im Markt, höher zu profitieren als nur vom Basiswert. Und hier schauen wir uns nochmal diesen Silber-Knockout an, weil ich habe hier den Chart analysiert. Ich analysiere die halt oft mit Widerstandslinien, Fibonacci und genau. Und das war eben die Idee. Wir haben hier, wenn wir reinzoomen, wir haben hier den Silberpreis und wie wir damals dieses Video gemacht haben, ist er hier aus dieser Widerstandslinie rausgebrochen. Und ich habe mir gedacht, okay, hier hat er getestet, hier bricht er raus, vielleicht ist das eine Bullenfalle, dass hier die Stops ausgelöst werden und dann, dass das Ganze wieder nach unten fällt. Und ich bin dann hier short gegangen. Leider war dieses Knockout-Zertifikat vom Datum begrenzt, weil dann wären wir heute hier und das wären dann viel mehr als nur 15%. Aber das ist somit kein Problem. Wir haben hier vom Fibonacci-Ring das 1,16 61er Retracement, das hat er durchgebrochen und hier hat er sich wieder gefangen. Und wenn wir uns das anschauen, dass diese Fibonaccis hier richtige Unterstützungen waren, einmal hier mal, einmal hier auf dem zweiten und dritten Ring, einmal hier, auch hier Unterstützung und dann wieder hier getestet, hier getestet, Unterstützung rauf, abgestraft, getestet und runtergefallen. Und jetzt ist halt die große Frage, wie geht es hier weiter? Das müssen wir halt noch einfach weiterhin beobachten. Aber auf jeden Fall, hoffentlich konnte ich dir hier ungefähr ein praktisches
Bild von einem Knockout-Zertifikat geben. Das heißt nochmal zusammengefasst, also nochmal zusammenfassend, Basiswert, das Derivat ist die Ableitung vom Basiswert, egal welche Aktie, ob das Facebook, Apple, Silber, Gold, Rohstoffe, und mit einem Hebel in die Long-Seite oder auch in die Short-Seite. Man kann das aber auch ohne Hebel machen. Genau. Und wo man das handelt, man muss sich einfach einen Broker aussuchen, der was das einem ermöglicht zu günstigen Konditionen. Und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Schau dir vielleicht noch dieses Video mit Rick Rule an, ein toller Investor über Gold und Silber. Bis zum nächsten Mal und tschüss.